Der Raspberry Pi steigt offiziell in das Geschäft mit künstlicher Intelligenz ein. Dafür soll vor allem dieses kleine Bauteil hier im M2-Format sorgen. Was genau dahinter steckt und was das jetzt alles bringt, das schauen wir uns in diesem Video mal zusammen an. Hier drin steckt eine sogenannte NPU, die in den Medien vor allem in letzter Zeit als eine Art KI-Prozessor verkauft wird. Was das ist, habe ich in diesem Beitrag hier schon mal etwas ausführlicher erklärt, weil auch hier eine NPU in diesem einen Platinencomputer drin steckt. Die meisten von euch kennen die CPU, den zentralen Prozessor. Das ist so der wichtigste Prozessor, wo euer Betriebssystem und die Programme darauf laufen. Der ist universell, aber gerade bei universellen Sachen ist halt das Thema, die kann man nicht so wirklich auf was Spezifisches optimieren. Daher gibt es auch schon seit längerem GPUs, also Grafikprozessoren, die sind auf grafische Berechnungen und auch stark parallelisierte Aufgaben optimiert. Sowas können die deutlich effizienter ausführen und sind CPUs sogar in manchen Bereichen deutlich überlegen. Für maschinelles Lernen, das wird euch ja als KI verkauft, werden sie daher von Anfang an bevorzugt eingesetzt. Sie wurden aber nicht gezielt dafür entwickelt. So eine NPU dagegen, die ist speziell für die Anforderungen von maschinellem Lernen geschaffen. Daher kann die solche Tätigkeiten schneller und vor allem effizienter ausführen. Außerdem entlastet sie andere Prozessoren. Das kennt man schon von der Hardwarebeschleunigung. Zum Beispiel, wenn man auf dem Raspberry Pi ein Video streamt, dann läuft das über die Hardwarebeschleunigung im besten Falle auf dem Grafikprozessor, also der GPU. Somit ist der Prozessor entlastet und die GPU, die kann das meistens besser. Im aktuellen Hype könnte man meinen, die NPUs, die sind eine Entwicklung durch ChatGPT, die gibt es erst seit ein paar Monaten, aber weit gefehlt. In Smartphones, da gab es die zuerst 2018, da hat Huawei hier einen vorgestellt, später folgte auch hier Snapdragon 855 von Qualcomm. Die große Mehrheit von euch, die besitzt seit vielen Jahren ein KI-Smartphone in der Hosentasche und weiß es oft gar nicht. Neu ist lediglich, dass durch ChatGPT das Ganze einen Schritt nach vorne gegangen ist, jeder davon mitbekommen hat und das Ganze jetzt eben auch hier im Desktop-Bereich ankommt, also bei Laptops und bei Desktop-Computern. Da war das lange Zeit kein großes Thema. Hier gibt es erst seit wenigen Monaten Prozessoren, die das überhaupt unterstützen. Praktisch sollen NPUs vor allem bei Anwendungen mit Bildern und Videos punkten, nämlich durch eine höhere Leistung und bessere Effizienz. Das kann zum einen sein, wenn ihr Bilder mit eurem Handy machen möchtet, dann kann die Software das in Echtzeit eben anpassen, zum Beispiel wenn es zu dunkel ist, das aufhellen oder aber nachträglich da Bearbeitungen vornehmen, ebenso in Videokonferenzen, da dann in Echtzeit, hier zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Hintergrund habt, den ihr aber ausblenden möchtet, kann man hier schon heute diesen Hintergrund ersetzen ohne Greenscreen. Bisher ging das ja nur mit so einer einfarbigen Hintergrundwand, das geht hier jetzt in Echtzeit und ohne besondere Ausstattung. Sowas wäre dann auch mit dem Raspberry Pi möglich, aber da es ja ein Bastelcomputer ist, geht das natürlich über solche reinen Anwenderszenarien hinaus. Schauen wir uns das neue AI-Kit für den Raspberry Pi erstmal an. Das kommt hier in Form eines Heads, das heißt, man muss hier nicht auf einen neuen Raspberry Pi mit neuem Prozessor warten, sondern das wird hier oben drauf gesteckt als Erweiterungsplatine und dann kommt hier das eigentliche Modul, das ist das kleine hier vorne im Formatfaktor M2. Das kennt ihr vielleicht schon von Laptops, das ist dort 2242, das kann man hier reinstecken und kann hier auch die GPIO-Ports durchschleifen, sodass die weiterhin nutzbar sind. Bei dem Modul handelt es sich um den 8LM2, den ich hier schon am Anfang gezeigt habe. Den hat Raspberry Pi nicht komplett alleine gemacht, sondern hier mit dem Unternehmen zusammengearbeitet und das aber trotzdem als offizielles Raspberry Pi Zubehör auf den Markt gebracht. Wenn man sich hier mal die Beschreibung von dem anguckt, bei den Features ist das drin, der soll hier mit bis zu 13 Tera Operations per Second, das ist hier diese TOPS-Einheit, soll der rechnen. Das ist so eine Art Geschwindigkeitsanzeige, ähnlich wie Megahertz oder Gigahertz beim normalen Prozessor, dem CPU. Der liegt damit leicht über den 11 TOPS der NPUs von Intel und Apple, wobei man hier mit dem Vergleich vorsichtig sein muss. Die haben nämlich dazu noch beide eine stärkere CPU und GPU. Das kann das teilweise ausgleichen. Der Vorsprung ist ja auch überschaubar, aber es verdeutlicht mal, dass das kein Gerät ist, das jetzt irgendwie stark hinterherhängt, sondern auf dem Stand der Technik. Das sieht man auch am Stromverbrauch, der ist ja immer so ein Kritikthema bei KI. Hier ist er mit 2,3 Watt relativ niedrig, vor allem im Vergleich mit hier anderen Lösungen. Da gab es was von Google auch im M2-Format, das hat aber weniger Leistung, also hier 8 gegenüber 13, plus braucht was doppelt so viel, nämlich 4 Watt Energie.
Es gibt ein Repository mit Beispielen, die aufzeigen, was man damit machen kann. Hier gehen wir mal kurz runter, da sind hier ein paar drin. Hier sieht man es nochmal montiert auf einem Raspberry Pi mit Lüfter und Kühler. Das passt also auch, wird hier oft bei den anderen Heads gefragt, ob das dann noch passt. Das scheint hier kein Problem zu sein, weil es eben offizielles Zubehör ist und daher auch unterstützt. Die Beispiele hier zeigen zum Beispiel eine Straße hier, einen Straßenübergang, einen Zebrastreifen, wo eben die Objekte erkannt werden, dass das hier vorne Personen sind, da hinten ein Bus, ein Auto. Das scheint also relativ gut zu funktionieren. Hier unten hat man auch noch was weiteres probiert, nämlich die Art der Bewegung. Also man sieht hier praktisch die Knochen der Person, wenn man so will. Das wird hier also auch zusammen mit der Art des Objekts, also dass das jetzt Personen sind, erkannt. Der färbt jetzt hier alles grün, was er als Person erkannt hat, und hier hinten alles, was ein Auto laut seiner Sicht ist oder laut der Sicht von diesem Algorithmus, das wird gelb gemacht mit dem Kasten drumherum. So kann man das dann schön sehen, was der erkennt und was der nicht erkennt. Es gibt auch ein offizielles Video, ein ganz kurzes, wo man das hier mit einer Autobahn probiert hat. Da sieht man also die Autos hier, die im Fahren dementsprechend mit einer hohen Geschwindigkeit da vorbeikommen. Der erkennt das hier, dass man hier eben ein Auto hat. Hier zum Beispiel das Auto mit 65%, wo der hier halt mit dem Baum dann wahrscheinlich Schwierigkeiten hat. Hier vorne ist ja dann ein bisschen mehr gewesen. Und hier dann, ja, Truck, gut, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber auf jeden Fall hat er das hier erkannt mit relativ hoher Genauigkeit. Solange der hier möglichst freie Sicht hat, da sind sogar 90%. Das nimmt dann hier ab, wenn irgendwas da in der Sicht dazwischen kommt. Rein von der Leistung her liegt das also über dem, was Google angeboten hat, und das scheint zumindest laut den offiziellen Videos, die man hier jetzt hier sehen kann, auch recht gut zu funktionieren, dass das eben alles auf diesem NPU läuft. Da hat man dann den Prozessor frei und könnte eben noch weitere Dinge mit dem machen, weil ansonsten ist sowas ja relativ prozessorlastig, gerade für einen Dauerbetrieb als irgendwie Überwachungskamera ist es dann schwierig, wenn der da ständig das Videosignal analysiert und dabei so viel Ressourcen benötigt. Die größte Stärke sehe ich aber gar nicht mal in der höheren Leistung, sondern eher in dem Ökosystem und in der Software. Schaut euch mal hier die Dokumentation an, da ist alles ziemlich gut aufgeschlüsselt, klar auf Englisch, aber es ist sauber dokumentiert, das integriert sich sauber in das ganze Ökosystem. Ihr könnt das zusammen mit der offiziellen Kamera nutzen, es gibt hier Bilder, wo gezeigt wird, wie das alles funktioniert, und vor allem, es ist einfach. Wenn ihr hier mal in die Doku guckt, das ist hier Updates, paar Kleinigkeiten, aber im Kern ist das am Ende ein einziges Paket, das man auch noch in den offiziellen Paketquellen vom Raspberry Pi OS vorfindet. Also super einsteigerfreundlich. Das wird, denke ich, vielen helfen, die bisher noch Berührungsängste haben, weil sie gar nicht wissen, wo anfangen. Sie haben auch die Hardware vielleicht gar nicht, weil das ja meistens auf GPUs geht. Das kostet dann richtig viel mit Grafikkarten, wenn man da entsprechend leistungsfähigere kaufen muss. Aber hier hat man eben das Ganze ziemlich einfach. Man hat hier Beispiele, man hat sogar Trainingsdaten, denn die Modelle, das ist ja immer so das Thema, wo kriege ich die her? Da hat man hier den Model Zoo, da gibt es verschiedene für diverse Anwendungszwecke, hier Klassifikation, Objekterkennung und so weiter, die kann man sich runterladen, die sind vortrainiert. Da kann man also mit fast keiner Erfahrung, würde ich sagen, einsteigen und hier selbst im Bereich maschinellem Lernen eigene Erfahrungen sammeln, eigene Projekte umsetzen. Auf der einen Seite habt ihr die Integration in RPI Cam und Pi Camera 2, aber ihr seid eben nicht darauf beschränkt, das wird hier nochmal betont, ihr müsst nicht zwingend jetzt irgendeine Kamera streamen und dann das verarbeiten, ihr könnt das auch abseits von Kameras nutzen, zum Beispiel um Videosignale aus anderen Quellen zu verarbeiten, da gibt es ja diverse Möglichkeiten bis hin zu MP4, die halt irgendwo schon aufgenommen wurde und jetzt auf eurem Raspberry Pi verarbeitet werden soll. Preislich wird das Ganze bei 70 US-Dollar liegen. Klar, das ist teurer als Google, die waren aber auch weniger leistungsfähig und natürlich ist es auch eine andere Dimension, wie jetzt eben so ein vollwertiger Computer mit Grafikkarten, nicht nur in den Kosten, auch im Stromverbrauch nachher. Bisher hat sich der Raspberry Pi offiziell beim Thema künstliche Intelligenz weitgehend rausgehalten. Das ändert sich nun, sie sind beim Hype dabei, und zwar nicht nur mit diesem einen Head, es gibt nämlich auch bereits eine Ankündigung, dass sie eine neue Kamera mit KI-Beschleuniger auf den Markt bringen wollen, das heißt, die Kamera hat dann auch eine Art KI-Einheit, auf die man gewisse Operationen verlagern kann, sodass sie nicht mal mehr auf dem Raspberry Pi oder einem anderen Gerät laufen müssen, sondern die hier schon zumindest vorverarbeitet auf dem Gerät dann gesendet werden. Hier wird also wohl noch einiges kommen, ohne dass man auf den Raspberry Pi 6 warten muss. Was denkst du darüber? Findest du das eine gute Idee oder findest du KI uninteressant? Schreib's gerne auf ulabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.